Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Projekt und zwar, ich weiß nicht mehr wie das Spiel heißt, Hallo Barretts. Infestation. Okay, früher hieß es mal The War Z, dann genau. Hatten sie ein mega krasses rechte Problem mit diesem Film da, mit Brad Pitt und so. Und dann musste es umbenennen. Richtig. Ist ehrlich gesagt so ein Spiel, was man nicht kaufen sollte, ich sage ich gleich mal ganz ehrlich, weil es eigentlich ziemlich verbuggt ist und eigentlich zu teuer und da wird nichts mehr dran gemacht und so, aber... Der André, der Barretts, der hat ganz viel Walking Dead geguckt und wollte unbedingt ein Zombie-Spiel spielen. Das ist jetzt meine Schuld, ich habe viel Folgen geguckt. Übrigens, man sieht die Aufnahme von den Barretts, also von mir. Ich war nur zu voll, die Ansage zu machen, deswegen hat Chris die Ansage gemacht. Ja, also das, was ihr seht, ist André. Die Ansage Nummer 8. So, und bei dem Spiel ist das so, man startet irgendwo in der Welt. Man hat erstmal einfach fast gar nichts, oder wir haben gar nichts, weil wir mit neuen Charakteren angefangen haben. Und man kann sich halt so ein bisschen was zusammensammeln. Überall rennen Zombies rum, die einen töten wollen und andere Spieler. Und andere Spieler können halt einen auch entweder töten und meistens tun sie das. Und unser erster Job wird sein, dass wir uns erstmal auf der Karte überhaupt finden. Ne? Richtig. Genau. Das heißt, wir haben jetzt schon ausgemacht, wir treffen uns in Camp Splinter oder Splitter oder was weiß ich, wie das heißt. Ich kann es nicht so ganz gut erkennen bei mir. Für die Karte, das ist hier. Da. Ich bin halt genau neben der Militärbasis drüber. Ich bin am überlegen, da kurz mal reinzuschauen und eine Waffe rauszuholen. Da ist Quitz. Soll ich das mal probieren? Und da bin ich. Und da ist das Camp, wo wir uns treffen wollen. Ja, mach das mal, aber lass dir nicht zu lange Zeit, weil... Ja, vielleicht sterbe ich auch gleich und dann musst du alleine weiterspielen. Da habe ich weniger Lust zu, um ehrlich zu sein. Ja, dann sollte ich... Weil ich bei dem Spiel auch grundsätzlich auf 180 bin, ich muss nochmal das Ding checken. Nee, ist völlig falsch. Komplett falsche Richtung. Ich muss da lang. Ja. Ich bin immer auf 180 bei diesem Spiel. Weil sofort irgendwo ein Zombie anlaufen könnte. Oh, eine Tafel Schokolade habe ich gefunden. Schon mal ein guter Anfang. Ich habe irgendwie plötzlich, ich habe Verbände in meinem Inventar. Ich weiß nicht wieso. Check mal, was habe ich in meinem Inventar? Ich habe auch Verbände und zwei Schokoladenriegel. Na gut, das ist Karamell hier. Ja, ich habe auch Tüte Chips, eine Limo, Müsliriegel und Verbände und eine Taschenlampe. Warum auch immer. Ich habe einfach neu angefangen mit dem Typen. Ja, ich glaube, das ist das Standard-Equip. Ah, okay. Also hast du auch eine Taschenlampe. Ja, ich hab auch eine Taschenlampe. Ah, okay. Nummer 2. Taschenlampe. Ja, ich bin gespannt, was wir reißen. Also es gibt halt Waffen, es gibt, keine Ahnung, Baseballschläger, es gibt sonst was für Sachen. Und halt auch Gewehre und Pistolen. Ja, so eine Sache, ne? Ja. Wir sitzen übrigens gerade bei mir in der Wohnung. Nebeneinander förmlich. Naja gut, ein bisschen, also im selben Zimmer. Also wir kuscheln nicht. Nee, wir kuscheln nicht. Wir haben eben gerade erstmal richtig geil Bacon mit Eiern gegessen. Richtig geil. Und Mettbrötchen. Und Mettbrötchen. Ich habe ja noch ein halbes neben mir liegen. Ja, ich habe meins noch unzubereitet in der Küche liegen. Aber das ist so ein typisches Männerfrühstück. Abendbrot, meine ich. Es ist schon etwas später. Naja, nicht so spät eigentlich. Sag mal, wenn ich eigentlich meine Taschenlampe anhabe, verbrauche ich irgendwie Batterien oder habe ich unendlich Batterien? Soweit ich weiß, nicht. Ich habe auch keine Batterien im Inventar oder eine Flashlight-Liste oder irgendwie so. Läuft halt nicht. Okay, also ich stehe jetzt vor der Militärbasis und sehe keinen Eingang. Schon mal sehr geil. Nice. Du musst einmal rumlaufen und dich erschießen lassen. Gut, das werde ich tun. Das ist das Codewort zum Reinkommen. Erschieß mich, erschieß mich! Okay, kannst rein. Nice. Ja. Okay, da ist ein Wasserturm. Das wird schon spannend. Ich schlag gerade einen Berg. Das sieht aber nicht so aus, als wenn da irgendwelche Zombies wären. Das beruhigt mich ein bisschen. Ich habe unglaublich Angst vor Zombies. Ja? Ja. Ich mag die. Die sind irgendwie, sind mir sympathisch. Echt? Ja. Wo bist du denn jetzt schon? Bist du schon irgendwie etwas weitergekommen oder noch gar nicht? Noch gar nicht. Ich bin jetzt noch gar nicht weiter. Okay. Bist du jetzt in das Dorf da reingerannt oder was? Nee, auch nicht. Ich bin rechts lang gegangen. Oh mein Gott, ist das ein Weg. Also ich loote jetzt hier mal ein bisschen. Ich denke, da werde ich aber eine Waffe finden in der Militärbasis, oder? Ist ja immerhin eine Militärbasis. Lohnt sich das, einen Zombie zu verprügeln oder schafft man das nicht? Das schafft man, aber es lohnt sich nicht, weil... es dem Endeffekt nichts bringt. Das stimmt, aber ich muss da halt durch. Oder vorbei. Ja, solange es einer ist, kannst du es machen. Nee, es sind 6. Dann schaffst du das wahrscheinlich nicht. Okay. Ich bin richtig, richtig nervös. Ich bin jetzt am Wasserturm und es ist noch kein Zombie in der Nähe. Hier ist ein anderer Spieler. Oh oh. Ich sehe den von da unten. Also ich stehe voll über ihm in der sieht mich nicht. Soll ich hinter ihm herrennen und ihn da auf den Kopf kloppen? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ja, aber er hat glaube ich auch nichts. Ja, dann bringt mir das aber auch nichts, wenn ich ihn kaputt haue, ne?
Stimmt. Wenn er nichts hat. Und wenn er was hat, dann tötet er mich. Nee, es ist eine dumme Entscheidung. Oder eine dumme Idee. Es ist eine gute Entscheidung, es nicht zu tun, aber es war eine dumme Idee. Feuerwehr, ich brauch kein Feuerwehr. Feuerwerk! Ey, ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme, ne? Unfassbar. Hier ist alles voller Zombies. In diesem Spiel muss man immer ganz genau gucken, an jedem Gegenstand, weil hier könnte überall alles liegen. Ja, überall. Everywhere! Da liegt zum Beispiel eine Tüte Chips, seht ihr? Wo bist du denn gerade? Hier liegt... Oh! Cool! Eine Zuckerstange. Oh nein, es leckt! Eine Zuckerstange! Was ist das denn jetzt? Spieldaten werden geladen, was ist denn jetzt los? Weiß ich nicht. Bist du gerade rausgeflogen? Punkbuster kickt bla bla bla. Komm einfach wieder rein. Lass die Aufnahme an, ist egal. Da kann man mal sehen, wie verbuggt das Spiel ist. Wollte ich nur noch mal. Unglaublich verbuggt, was soll denn der Kack jetzt? Ja, komm einfach wieder rein. Wir waren auf 12, ne? Ja. Jetzt sind es inzwischen 33 Spieler. Ach du Scheiße. So, jetzt sind sie wieder eine halbe Stunde geladen. Chris, erzähl doch mal was. Ich befinde mich jetzt gerade vor der Militärbasis, schleiche neben 500 Milliarden Zombies nebenher. Einer schläft da gerade auf dem Boden oder stellt sich tot. Ich schleife wirklich 3 cm dran vorbei und hoffe, dass er nicht aufsteht. Sollte er aufstehen, bin ich tot und dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Sonst, weiß ich nicht, ist eigentlich ein recht schöner Tag heute. Ich hatte heute nur eine Vorlesung, morgen habe ich frei, deswegen sitzen wir ja auch hier, ne? Du musst auch erst Freitag wieder los. Richtig. Deswegen machen wir heute richtig cool Party. Richtig. Und, ja, alles super. Bei dir? Och, ich kann mich nicht beklagen. Oh oh, oh oh. Was ist los? Ich höre einen Zombie. Aber er brüllt nur, ein bisschen. Brüllaff ist das. Ach, Brüllzombie, die beißen eh nicht. So ein Affenjung. Zombies, die brüllen, beißen nicht. So, ich bin wieder da. Ich habe hier eine Nailgun gefunden. Ist das eine Nagelpistole? Ja, mit der kann ich sogar schießen. Leck mich am Arsch, ist das geil. Hat die Alter, ich hau den Zombies jetzt Nägel in den Kopf, Alter. Hat die unendlich Munition? Nee, 16 habe ich. Okay. So, was habe ich hier? Antibiotika habe ich gefunden. Und hier habe ich noch ein Medikit. Okay. Das läuft. Oh, der Rucksack ist voll, ich kann das Medikit nicht aufnehmen. Mach ich jetzt, warte mal. Oh, 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 oh. Was macht denn über... Wie, dein Rucksack ist schon voll? Mein Rucksack ist schon voll. Ey, ich höre 500 Zombies. Ach hier, den brauche ich nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Ah! Ah! Hilfe! Auf zu schreien, du hast mir Angst. Scheiße, 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 ich muss hier weg. Der lag da mitten im Gras, ich bin fast über ihn rüber getrampelt. Ist doch scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nee, jetzt renne ich, das sind 5 Millionen Zombies. Nee, 2 Millionen, 100 Millionen. Ja gut, kann man verkraften, oder? Wo muss ich jetzt lang? Nee, komplett die falsche, ich muss da lang. Scheiße, hier liegt noch nicht meine Waffe. Alles umsonst. Komm zu mir, ich gebe dir meine Nailgun. Ja, ich werde sterben. Larry-Pistole. Selbst nein. Die wird jetzt nicht hier helfen. Lauf einfach, Mann. Ja, ich lauf einfach mal. Mal gucken. Gott! Help me! Soll ich zu dem Spieler rennen? Vielleicht hilft er mir. Ja, kannst du mal machen. Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, nein, er hat noch nicht. Die ganze Welt ist hinter mir her, glaube ich. Cool. Alle hassen Chris, da gibt's doch die Serie. Echt? Naja. Kenne ich nicht. So eine amerikanische. Kam immer nach Melken mittendrin. Früher. Deswegen habe ich das immer gesehen. Oh. Oh! Da sind jede Menge Zombies. Komme ich denn an denen jetzt vorbei? Ey, die hören sich ja an wie Klicker bei Last of Us. Klicker? Ja, ey, Hä? Ich hab Leben verloren, warum? Okay, da sind jetzt ganz viele Zombies, ich weiß nicht, muss ich... Hat hier jemand auf mich geschossen oder so? Ich geh da hoch. Ich möchte mich nicht mit den Zombies anlegen, um ehrlich zu sein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich Leben verloren habe. Das macht mir immer gar nichts, dass du Leben verloren hast, um ehrlich zu sein. Ja, schön. Ich glaube, bei mir ist das gerade viel spannender. Ich hätte aufnehmen sollen. Hier ist richtig Action, Mann. Ja, das könnte sein. Ich renne einfach mal den Turm hoch. Das wird mein Tod sein, denke ich. So wie damals? So wie damals. Möchtest du es erzählen? Hey, schon wieder Leben verloren! Vielleicht hast du Hunger? Nein.
oben scheine ich sicher zu sein, das ist schon mal klasse. Ich sterbe. Definitiv, ich werde definitiv sterben. Ich renne den Turm hoch und 500 Zombies rennen mit hoch. Dann musst du dann wieder runterspringen. Ja, ich bin schon tot. Oh. Vielleicht steht's in deinem Chat, Chris ist gestorben. Nee, steht ja noch nicht im Chat. Ja, noch nicht. Ich bin gerade in den Tod gesprungen. Echt? Naja, ich lebe noch. Nice. Ich dachte, ich würde sterben, aber ich lebe noch. Hast du abgehängt, ja? Ja, ich habe das Spiel gehackt. Cooler Typ. Ich hab jetzt aber ich habe nur noch ein Viertel Leben, das heißt... Oh, nee. Das wird nichts mehr. Nee, bei mir auch nicht. Du bist auch halb tot? Nee. Aber die ganze Zugangsstraße hier... ist voll mit Zombies. Ey, ich verprügel gerade alle. Hilfe! Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, wir müssen einen Umweg gehen. Es geht nicht anders. Wir müssen einen Umweg gehen. Ich komme mit meinem anderen Charakter wieder rein. Ey, es hat ja richtig gut geklappt. Unfassbar. Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut klappt. Persönlicher Spind. Okay. Was ist denn ein persönlicher Spind? Jetzt muss ich hier einen Code angeben. Echt? Das ist ja witzig. 1, 2, 3, 4. Freischalten. 1, 1, 1, 1. Falscher Code. 1, 1, 1, 1. Okay, wir haben keine andere Wahl. Als was? Wir müssen den booten. 1, 1, 1, 1. Ja. Freischalten. Schade, falsch. Nein, das ist richtig. Das ist ein Bug. Sicherheitssperre. Sicherheitssperre. Nun komm. 1, 1, 1, 2. Falscher Code. Das macht keinen Sinn. Booten dauert zu lange im LP. Okay, 1-1-2-1. Ich hab ne Nagelpistole, Wie sehe ich eigentlich aus? Richtig cooler Typ, ne? Ohne Spaß. Oh, Gott, ey, ich hab voll den Splinter-Helm gefunden. Was hast du gefunden? Den Splinter-Helm. Splinter-Cell-Helm. Okay, so, ich bin wieder da. Cool. Wo ich jetzt gelandet bin. Ach du Scheiße, genau vom Flughafen. Wir müssen voll den Umweg fahren. Hey, hier wird geschossen! Da bist du? Wer schießt hier? Und du bist direkt tot? Nee, ich lebe, aber es wurde geschossen. Die Frage ist nur auf mich oder nicht. 1, 2 oder 3. Letzte Wahl! Chance. Ach ja. So, ich laufe einfach weg. Vorbei! Boah, ich würde ja gern zum Flughafen gehen, aber wenn er geschossen wird, dann überlebe ich da glaube ich nicht lang. Könnt ihr sagen, ich bin ein Freund. I'm friendly! Wieder mit einem neuen Charakter rein, ne? Ja, das wird schwer langsam dann. Okay, da ist die Stelle, wo ich die Nagelpistole gefunden habe. Irgendwo hier war noch ein Weg zum Berg hoch. Irgendwie muss ich über den Berg. Ja, aber wir treffen uns jetzt nicht mehr in Camp Splitter. Ja, wo denn dann? Wir treffen uns jetzt in Rocky Ford oder in Sleepy Creased. Da, wo du herkommst eigentlich. Und dann nach unten links. Ja, dann in Rocky Ford. Dann glaub ich, nee, das ist zu weit. Nee, Sleepy Creased. Oder Crest. Also einfach ein Dorf weiter. Ja. Wenn ich bis dahin nicht tot bin. Ja, du bist halt nicht so der Computerspieler, ne? Was? Was? Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Hä, worauf? Erste Bundesliga gucken. Was ist mit dir kaputt? Keine Ahnung. Hab ich schon seit Tagen Lust drauf. Fußball gucken, ich weiß nicht warum. Seit wann bist du denn Fußballfan? Ist doch mein Part. Naja, aber ich war ja schon immer so ein bisschen Dortmund-Fan. Ja, stimmt. Und Dortmund hat da jetzt das Derby 3-1 gewonnen. Ja, stimmt. Und Schalke ist halt komplett am Boden jetzt. Am Boden? Was mich halt ein bisschen freut, ne? Zweimal vorher haben Schalke gewonnen. Ja, das war letzte Saison. Letzte Saison. Nicht mein Ausgleich. Anders. Das ist ja noch nicht mal 2-2. Das ist ja sogar 2-1 jetzt. Trotz alledem. Dafür hat Dortmund auch gegen, weiß nicht, ich glaube Mailand gewonnen? Nee, Real Madrid. Nee. Also gegen Real Madrid haben sie letzte Saison auch mal gewonnen in der Champions League. Das stimmt schon, aber...
Ja, das war das. Nee, diesmal. Gegen wen haben sie diesmal gespielt? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's noch nicht so verfolgt. Ich auch nicht. Und Schalke hat sein Spiel halt komplett verkackt. Ich glaube 2-0 oder so. Aha. Seht ihr, der Barrett, der Fußballexperte. So, was machst du gerade? Kackweg wieder zurück.